Christmas, I gave you my heart. Weil ich ja so eine gute Sängerin bin, hoffe ich jetzt einfach, dass YouTube dieses Video nicht erkennt, ich dann gebannt werde, nur weil ich dieses Lied gesungen habe. Nein, Spaß. Aber heute machen wir was ziemlich Cooles, denn es ist ja jedes Jahr eine Tradition auf YouTube, dass man seine Weihnachtsgeschenke zeigt. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr ein mega schönes Weihnachten hattet, dass es viele Geschenke für euch gab, dass ihr mega gute Zeit mit eurer Familie verbracht habt und natürlich, dass leckeres Essen gab, so wie bei mir. Einmal Shoutout an meine Mutter, sie ist wirklich die beste Köchin. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht länger ab, sondern wir starten direkt. Natürlich lasse ich Geschenke wie Geld oder Gutscheine einfach aus, aber ganz am Ende kommt noch ein großes, nicht materielles Geschenk. Also bleibt am besten dran, dann erfahrt ihr auch, was das ist. Wir starten mit einem etwas langweiligeren Geschenk, aber es ist wirklich so cool und ich bin ein großer Fan davon. Vielleicht sagt ihr, feiere ich jetzt nicht so, aber ich feiere es wirklich ultra. Und zwar habe ich Malibu Rising geschenkt bekommen von Taylor Jenkins Reid, ist die Autorin und ich liebe dieses Buch jetzt schon. Ich habe heute Morgen angefangen, als ich übrigens meine Morgen- und Abendroutine gefilmt habe. Also schaut in dem Video auch unbedingt mal vorbei, das kommt jetzt auch bald auf YouTube online. Und falls ihr nichts verpassen wollt, vergesst nicht, diesen Kanal unbedingt zu abonnieren. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen von euch. Auf jeden Fall geht es in Malibu Rising um das Supermodel und die Surferin Nina River. Und sie hält jedes Jahr eine Sommerparty in ihrem Haus in Malibu. Jedoch ist es dieses Jahr so, dass ihr Mann sie sozusagen mit einer anderen betrogen hat. Und alle Leute, die davon wissen und darüber so in Hollywood reden, kommen zu dieser Party. Und am Ende der Nacht steht dieses Haus einfach in Flammen. Und man fragt sich so, wie? Und warum ist das überhaupt geschehen? Und ich bin ultra gespannt, dieses Buch zu lesen. Ich habe bis jetzt, ich glaube, 20 Seiten oder sowas davon gelesen. Und ich war wirklich gecatcht. Aber ich musste aufhören, weil ich wollte ja für euch noch dieses Video filmen. Okay, ihr seht schon, das ist das nächste Sachgeschenk, was ich bekommen habe. Und zwar ist das von Pandora, ein kleines Tennisarmband. Das ist jetzt so ein bisschen fake, weil ich hatte es schon gestern um, weil ich bin ja immer ehrlich mit euch. Aber ich bin so doof, Leute. Aber es ist so schön und es glitzert so. Ich tue es einfach mal um. Wie ihr seht, matcht es natürlich überraschenderweise mit meinem Outfit. Ich finde es einfach so süß, so niedlich. Es ist so ein cooles Accessoire. Und ich werde es, glaube ich, ab jetzt immer tragen. Genauso wie meine Kette, die mein Freund mir vor 2 Jahren zu meinem Geburtstag geschenkt hat. Also ich bin so froh. Wir machen weiter mit einem Kleidungsstück. Und zwar ein Kleidungsstück von meiner momentan Lieblingsmarke. Und das ist Skims. Falls ihr da noch nicht meinen XXL Try-On Haul gesehen habt, schaut da auch unbedingt nochmal vorbei. Weil da gab es ziemlich coole Pieces. Und ich habe auch dieses Virus Skims Kleid anprobiert, was ich auch zu Weihnachten getragen habe. Aber ich habe zu Weihnachten von meiner Mama dieses eigentlich Baby-Tee geschenkt bekommen, aber sie wusste nicht, dass das ein Baby-Tee ist und hat mir das deshalb in M bestellt. Und jetzt ist das halt einfach wie so ein normales T-Shirt. Vielleicht kann man das nochmal umtauschen, vielleicht gefällt es mir auch. Ich habe es tatsächlich noch nicht anprobiert, aber ich dachte mir, das können wir ja einfach mal hier zusammen machen. Ja, ich glaube, ihr seht das, das T-Shirt ist mir leider ein bisschen zu groß, aber das macht eigentlich nichts. Man kann das ja voll leicht umtauschen und so. Ich freue mich wirklich ultra, dass ich das bekommen habe. Also es soll sich jetzt nicht so anhören, dass ich undankbar bin oder sowas. Ich bin wirklich so dankbar für alle meine Geschenke und es ist einfach nicht selbstverständlich, dass man sowas bekommt und deshalb ganz viel Liebe an meine Familie und meine Verwandten. Und das Wichtigste sind auch gar nicht die Geschenke an Weihnachten, sondern einfach dieses Miteinander sein und seine Zeit zusammen genießen. Also das dürft ihr niemals vergessen. Aber dieses T-Shirt sitzt einfach nicht gut an mir und ich werde das wahrscheinlich umtauschen und mir das in der Größe kleiner besorgen. Okay, ich dachte mir, ich kann dieses etwas zu große T-Shirt aber noch ein bisschen anlassen, denn ich habe noch ein ähnliches Geschenk zu diesem T-Shirt. Es ist zwar nicht von Skims, aber von einer anderen mega coolen Marke und zwar von Sisters and Seekers. Das ist so ein mega cooler geschnittener Hoodie und der ist auch ein bisschen oversized und den können wir einfach mal da drüber ziehen. Also der ist halt einfach ultra oversized, mega flauschig von innen. Die Nähte sind absolut nicht kratzig. Der ist so, hat so perfekte Oversize-Größe. So gemütlich. Man kann damit rausgehen, man kann damit aber auch im Bett chillen. Und das ist so diese perfekte Kombination, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir kommen direkt zum letzten Kleidungsstück, was ich bekommen habe. Und zwar ist das ein Low-Waist-Jeans von Gina Tricot. Und man sieht das jetzt nicht so gut, aber das ist so ein leichtes Washed-Out-Blue. Und ich würde sagen, die probieren wir auch einmal an. Das Geschenk jetzt ist, glaube ich, tatsächlich sogar mein Lieblingsgeschenk von den Geschenken, die ich bekommen habe. Neben dem, was wir ganz am Ende sehen werden. Und zwar ist das einfach von Sol de Janeiro, diese ganze Bum-Bum-Box. Es ist halt nicht alles Bum-Bum, aber diese ganzen Creams.
Einfach alle Creams, die die haben, habe ich jetzt. Und ich würde sagen, das packen wir einfach mal zusammen aus, oder? Wir haben einen kleinen Gast. Meine Katze ist auch hier. Oh. Weißt du, wie das aufgeht? Ich glaube nicht. Oh, ich glaube, ich hab's. Oh mein Gott. Wie cool das verpackt ist. Wow, ich bin ehrlich beeindruckt. Hier sind jetzt diese drei Cremes drinnen. Und wir gucken uns die mal zusammen an, oder? Das sind ja alles so Bodylotions, die die Haut einfach verbessern sollen, verschönern sollen, dass die einfach so straffer wird oder manchmal mehr glänzt. Ich mache jetzt einfach mal diese originale Bum-Bum-Creme auf. Nehme jetzt einfach mal so ein bisschen vom Deckel. Hier klebt nämlich eine Menge dran. Und verstreiche das einfach mal auf meinem Arm. Ich weiß gar nicht, wie viel man davon benutzen soll so, aber es fühlt sich mega gut an. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Also es macht die Haut wirklich ultra weich. Also das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsgeschenke. Das hier ist auf jeden Fall worth buying, würde ich sagen, wenn ihr das nicht geschenkt bekommen habt. Also das war wirklich ein mega krasses, mega nices Geschenk. Weiter geht's. Es war ein sehr kleines Geschenk, aber ein sehr, sehr cooles Geschenk. Was ich jetzt schon liebe, obwohl ich es nicht mal ausgepackt habe, das ist der Rare Beauty Blush. Diese Verpackung ist auch so ästhetisch, finde ich. Okay, wenn man das dann rausholt, ist das so ein kleines pinkes Fläschchen. Ist halt einfach Blush, ne? Aber ich dachte irgendwie immer, dass dieses Teil so komplett rund wäre. Wir öffnen den jetzt einfach mal zusammen. Hat nur ganz leicht heute Blush aufgetragen, weil ich ja wusste, dass ich den hier noch mit euch ausprobieren werde. Oh, ich weiß nicht, wie stark pigmentiert der ist, aber ich denke einfach mal, der ist sehr stark pigmentiert. Deswegen mache ich einfach ganz wenig drauf. Und ich verschmier das jetzt einfach mit meinen Fingern. Sorry, Leute. Ja, ich wusste, dass der mindestens so pigmentiert ist. Also es ist ein richtig guter Blush. Wow, achtet mal bitte, wie schön der verblendet aussieht. Der ist ja natürlich so richtig hochwertig und so. Und ich würde sagen, es lohnt sich. Also es lohnt sich wirklich. Kauft euch sowas. Oder wenn ihr vielleicht bald Geburtstag habt oder sowas, ich kann es euch nur empfehlen. Es sind tatsächlich nur noch zwei Sachen übrig, plus natürlich das große Finale. Aber das vorletzte ist das Ariana Grande Parfüm. Und alleine dieses Parfüm. Oh mein Gott, Leute. Wie süß ist das bitte? Wie niedlich ist bitte dieses Parfüm? Ich habe das heute schon drauf, aber wenn ich den Geruch schreiben müsste, boah, dann wäre das so richtig peachy, so sommerig. Ich weiß, die meisten Sachen, die ich hier habe, sind wirklich so Sommerprodukte. Aber ich kaufe immer schon im Winter für den Sommer vor, weil man kriegt einfach sonst diese Sachen im Sommer nicht. Gott, Leute, dieses Parfüm, das ist wirklich so worth it, finde ich. So ein richtig süßer Duft. Viele sagen ja, süße Düfte mögen sie nicht so, aber ich liebe das, ja. Okay, wir kommen zum letzten Geschenk und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum hat sie gesagt, dass es so dunkel ist und dass es gut ist? Weil es eine Sunset Lamp ist und die ist so klein. Ich frage mich, wie soll die so ein großes Bild sozusagen hinbekommen? Aber wir probieren es einfach mal aus. So sieht die auf jeden Fall aus. Okay, das kommt auf jeden Fall hier in so drei Plastiktüten plus noch so ein Teil, was mir gerade erstmal auf den Bogen gefallen ist. Und das hier scheint mir so diese eigentliche Lampe zu sein. Also ich glaube, man sieht schon so ein bisschen, was die so kann, weil irgendwie die reflektiert so ultra. Und jetzt muss ich mal als ausgebildeter Ingenieur überlegen, wie das geht. Hier ist auch kein Zettel dabei, wie das vielleicht funktionieren könnte. Ah, ich glaube, ich habe es hinbekommen. So, und wisst ihr, was ich jetzt noch machen muss? Das hat gar kein so Kabel, was so in die Steckdose muss, sondern das kann man nur so an so USB-C-Kabelanschlüssen anschließen. Aber mein normales Ladegerät hat sowas. Okay, jetzt brauche ich nur noch eine Steckdose, wo ich das ganze Ding reinstecken kann. Und dann stellen wir jetzt wirklich die Kamera dafür um. Die beste Investition, die ich jemals getätigt habe. Was? Wie cool. Seht ihr das? Ey, ich glaube, damit kann man ja so nice Fotos machen. Ich glaube, ich mache damit auch heute erstmal Fotos. Ja, deswegen, wir kommen jetzt zum Finale, zum großen Reveal. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie die Kamera vorher stand, aber ich filme jetzt einfach das Outro mit euch. So, ihr wollt bestimmt jetzt wissen, was ist das große Finale, was ist das große Reveal, was ist das krasseste Geschenk. Das kann ich euch natürlich verraten. Und ihr Schlawiner, die bis zu dieser Stelle geskippt haben, nein, Spaß, bestimmt haben viele geguckt.
Okay, mein größtes Geschenk und worüber ich mich auch, glaube ich, am allermeisten freue. Natürlich, ich bin dankbar für jedes einzelne Geschenk, auch wenn es nur so klein ist. Aber ich glaube, mein Lieblingsgeschenk dieses Jahr ist einfach eine Reise. Und zwar eine Reise, die ich mit euch vloggen werde. Und zwar schon ziemlich, ziemlich bald. Denn ich fahre einfach dieses Jahr mit meinem Freund zusammen nach London. Über Silvester. Und ich werde 3 Tage dort einfach sein, in so einem schönen Hotel. Leute, vielleicht sehen wir uns in London. Ich werde auf jeden Fall heftig vloggen und die coolsten Vlogs ever raushauen. Und ihr werdet mich sehen an Silvester am 1. und 2. und am 3. Ich hoffe, ich gehe zur coolsten Silvesterparty ever. Ey, auf jeden Fall, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich hoffe, dieses Reveal am Ende war auch noch mal so ein bisschen cool. Ich kann gar nicht abwarten, da zu sein. Ich werde jetzt dieses Video schneiden und danach sehen wir uns schon ganz bald. Ciao, Kakao! I love you und ich hoffe, ihr hattet die besten Weihnachten ever.